Hallo von der Bild Air 2017 in Hannover. Hier werden auch Neuheiten vorgestellt. Und neben mir steht Bernd Bornemann von der Firma Wöhler Technik GmbH, glaube ich. Genau. Ja, genau. Und ihr habt hier jetzt ein neues System zu Blower-Door-Messungen vorgestellt. Ja, wir stellen seit gestern die Weltneuheit vor. Das ist die Wöhler BC600. Ist ein neues Messsystem zur Blower-Door-Messung. Und wir haben also hier ein ganz tolles System. Und das unterscheidet sich von den bisherigen Systemen, dass wir komplett vollautomatisch, App-gesteuert die Blower-Door-Messung im Gebäude machen können. Das Gerät ist auch mehr systemfähig. Wir haben einen neuartigen Brushless DC-Motor, sodass wir also das Gerät für Über- und Unterdruckmessung nicht umbauen müssen. Das heißt, Drehrichtung kann das Gerät selbst entscheiden. Wir haben einen flexiblen Einbau im Fenster oder in der Tür, liefern auch auf Wunsch natürlichen Rahmen mit, dass man es in der Tür einbauen kann. Und bietet natürlich ideale Möglichkeit für alle, die noch über alte Systeme verfügen und auf digital umsteigen müssen, denn dieses System ist schon nach der neuen ISO 9972. Und du hast gerade gesagt, es ist vollautomatisch, das heißt, man braucht eigentlich den Blower- oder Messdienstleister an sich nicht mehr, sondern als Handwerker kann ich es einfach reinbauen und es misst, oder braucht man da noch eine Ausbildung dazu? Man braucht nach wie vor eine Ausbildung, das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben also im Wöhler Institut Technik auch ein Praxisseminar, wo wir das Ganze aktiv schulen und auch Flip-Vorbereitungskurse anbieten. Das heißt, uns ist nach wie vor als Hersteller daran gelegen, dass eine Qualität draußen am Markt sich mit der Messung auskennt. Nichtsdestotrotz, wir drücken mal einmal den Knopf Start. Es ist auch möglich, eine vollautomatische Messung zu realisieren. Okay, dann vielen Dank und viel Spaß noch auf der Bild Air. Dankeschön, für euch auch. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, schauen Sie einfach auch mal auf die Homepage, und mehr zu Flip und Luftdichtung finden Sie auf luftdichtung.info.